Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir zwei Kreuzwegfiguren gefunden, die wir bestimmt bald einsetzen dürfen. Und der gute Robert hat doch hier bestimmt auch mal ein bisschen was wieder geschrieben, ne? Das ist Quatsch. Hinweise. Aufgebrochener Boden. Der Boden wurde aufgebrochen. In der Nähe liegt ein schwerer Kerzenständer aus Eisen, der benutzt wurde, um den Kachelboden aufzustemmen. Die leere Zelle ist mit Steinscherben übersät. Hier muss einst ein sehr wichtiger Gegenstand versteckt gewesen sein. Also haben die das gefunden. Und da steht noch Hiob. Hä? Hiob 38,11. Der Bibelvers lautet einfach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Das führt zu keinem weiteren Hinweis, sondern scheint eher das Gegenteil zu sein. Warum gehst du nicht weiter runter? Ja, ich würde gerne scrollen und weiter. Nein! Weiter runter darf ich nicht. Warum darf ich nicht weiter runter? Das war jetzt aber doof. Ja gut, das geht ja anscheinend nach der Reihe. Ja gut, ich würde jetzt aber erstmal... Egal. Der Schlussstein, lesen wir das zuerst. Dem Schlussstein auch Clef de Wut, oder wie auch immer, wird nachgesagt, er gebe den wahren Aufenthaltsort des Heiligen Grals preis. Seine bloße Existenz ist nur eine Handvoll von Menschen bekannt. Dieser Schlussstein war jahrhundertelang in der Kirche Saint-Sulpice, einer der ältesten Kirchen von Paris, versteckt. Auf dem von Johann Valentin Andrea Roh behauenen Felsbock sind die Worte von Hiob 38,11 eingemeißelt. Okay. Der Bodensafe. Unter Schwester Sondrins Bett befindet sich eine Bodensafe. Dieser verfügt über einen einzigartigen Schließmechanismus, der mit Symbolen und Platten funktioniert. Die Symbole kommen einem irgendwie bekannt vor. Ja, also mir jetzt nicht, aber gut, dir mit Sicherheit. Der Balkentelegraph von Schapp. Der Telegraph wurde von Claude Schapp 1763 bis 1805 erfunden. Die Gebrüder Schapp führten am 3. März 1791 das erste öffentliche Experiment mit einem Telegraphen unter freiem Himmel über eine Distanz von 14 Kilometern durch. Bald darauf beschloss die Nationalversammlung den Bau von derartigen Telegraphen. Am 16. Juli 1794 wurde die erste offizielle Verbindung zwischen Paris und Lille in Dienst genommen. Der Balkentelegraph, den Schapp entwickelt hatte, bestand aus einem breiten horizontalen Balken, Regulator genannt, und zwei daran montierten kleineren Flügelarmen, Indikatoren genannt. Das Gerät ahmte damit offenkundig eine Person mit weit ausgestreckten Armen nach, die in jeder Hand eine Signalflagge hielt. Die Neigung der Indikatoren und unabhängig davon auch die Position des großen Regulatorbalken konnte in Schritten von 45 Grad variiert werden, was für eine Kodierung von Hunderten von Symbolen ausreichte. Die Telegraphen von Schapp wurden aus Gründen größtmöglicher Sichtbarkeit auf höheren Gebäuden oder natürlichen Erhebungen aufgestellt. Der Bedienende veränderte dann die Position der Flügelarme, um eine Nachricht nach einem festgelegten Code zu übermitteln. Nach der Verbindung Paris-Lille wurden schrittweise auch andere Verbindungen sternförmig von Paris aus eingerichtet. Mit insgesamt 533 Stationen entstand so das erste Telekommunikationsnetzwerk in Europa. Okay, das hatten wir schon. Jetzt würde ich aber gerne nochmal zu Hiob wechseln dürfen und auch runterscrollen, was ich aber nicht darf. Das darf ich wirklich nicht. Auch weder mit der WASD oder mit den Pfeiltasten, mit der Maus, und scrollen darf ich auch nicht. Nein, ich will zu Hiob. Naja gut, dann lesen wir bis dahin, wo wir hinkommen. Dies ist eine Sackgasse und wer immer den Boden aufgebrochen und die Steintafel entdeckt hat, muss sehr wütend gewesen sein. Höchstwahrscheinlich wurde der Angreifer absichtlich in die Irre geführt. Aha. Na gut, wenn da noch mehr steht, dann können wir es leider nicht lesen. So, Orte. Golgotha.
Golgotha ist der Name des Hügels vor Jerusalem, auf dem Jesus gekreuzigt wurde. Auf Lateinisch nennt man ihn Calvaria, auf Aramäisch heißt er Aramaik, aber alle Namen bedeuten Schädel. Angeblich war es ein Hügel oder ein Plateau, dessen Aussehen einem Schädel glich. Matthäus 27,33: Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgotha, das heißt Schädelstätte. Markus 15,22: Und sie brachten ihn zur Stätte Golgotha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Lukas 23,33: Und sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte. Johannes 19,17: Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgotha. Och Gott, musst du immer so viel schreiben. Ich glaube, Obelisk ist auch noch von hier. Genau. Das ist das Ding, wo die Platte davor aufgebrochen wurde. Dieser kolossale 10 Meter hohe Obelisk, der im Jahr 1727 errichtet wurde, befindet sich am Ende der Rosenlinie in der Kirche von Saint-Sulpice und dient als astronomischer Gnomon, mit dessen Hilfe die Winter- und Sommersonnenwende bestimmt wird. Ein System aus Linsen befand sich einst am Südfenster, das einen Lichtstrahl auf die Rosenlinie leitete und mit dem man Weihnachten und Ostern bestimmen konnte. So, die Rosenlinie lesen wir noch und dann ist erstmal Schluss mit Lesen. In den Boden der Kirche von Saint-Sulpice in Paris ist ein Metallstreifen eingelassen, den man Rose-League nennt oder den man so komisch nennt oder Rosenlinie nennt. Er wurde 1727 von dem Priester der Kirche Languet de Gercy angelegt, um für die Bestimmung des genauen Zeitpunkts von Ostern die Tag- und Nachtgleiche und die Sonnenwende zu ermitteln. Vor der Festlegung des Greenwich Meridians auf der Internationalen Meridiankonferenz im Jahre 1884 stellte er zudem den internationalen Nullmeridian dar. Dieser Gnomon oder Sonnenhöhenzeiger läuft entlang der Nord-Süd-Achse des südlichen Querschiffes, bevor er 10 Meter hoch bis zur Spitze eines Steinobelisken im ägyptischen Stil emporklettert, der neben der Statue des heiligen Petrus steht. Das Licht, das durch Linsen im Südfenster einfällt, bildet einen Lichtfleck, der die Bewegung der Sonne abbildet. Vor der Festlegung der Greenwich-Normalzeit war es Mittag, wenn das Licht die Linie erreichte. Wie bei einer Sonnenuhr kreuzte das Licht die Linie während des Jahres an verschiedenen Punkten und zeigte so das Sonnendatum der Tag- und Nachtgleiche und der Sonnenwenden an. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben bestimmt noch ein paar andere Menschen. Nein, da ist nichts. Geschichte. Das ist mir zu viel. Also das ist... Nee. Im nächsten Part wieder. Wir werden dann ja bestimmt noch was länger hier rumhängen. Also ich habe schon mal nachgeguckt. Die zwei Statuen, die wir eingesammelt haben, da passt die eine zu dem, dass Jesus sein Kreuz trägt, also Station 2. Und die andere passt dazu, dass er ins Grab gelegt wird, also Station 14. Es ist halt nur die Frage, ob man das schon da einsetzen sollte. Aber erstmal versuchen wir mit dem Bolzenschneider diese komische Tür aufzukriegen. Da war dieses Rätsel. Nee, das setzen wir da noch nicht ein, weil ich habe echt das Gefühl, dass wir echt 14 Figuren sammeln müssen. Und wenn ja, dann ist das ziemlich viel. Benutzt du jetzt den Bolzenschneider vielleicht? Ja. Achso, E. Das kannst du ja wieder nicht selber machen. Und D und Maus, ne? Okay. Wunderbar. Öffnen. Wenn dahinter jetzt ein Mönch ist, dann muss ich sehr lachen. Und jetzt kommen wir oben wieder raus, oder? Orgel. Das schreit doch schon wieder nach so einem Rätsel. Boah, meine Stimme, die schmiert grundsätzlich jetzt irgendwie immer ab. Ich sollte definitiv weniger rauchen. Ach, da im Boden, da ist doch schon. Sehe ich doch von hier.
Das sind Bandagen. Ja, das sieht gut aus. Ja, Robert, du brauchst wegen den Bandagen jetzt nicht gleich einen Orgasmus zu kriegen, bitte. Wir sind doch jetzt bitte nicht nur wegen... Das kann jetzt aber nicht sein, dass wir nur wegen den Bandagen hier hochgekommen sind. Orgel, Uhrsteuerung. Sie steht auf 12 Uhr und geht nicht. Ob sie wohl erst kürzlich kaputt gemacht wurde oder noch nie lief? Oder vielleicht dient sie gar nicht dazu, die Uhrzeit anzuzeigen? Hinweis? Diese Uhr hier könnte ein geheimes Schloss sein. Ja, könnte sie, aber wir haben noch keine Ahnung. Also lassen wir das mit der Zeitsteuerung. Also wir wissen ja jetzt, dass dieses komische System... Wir müssen jetzt nochmal in Schwester Sandrines Zimmer... Und dann uns nochmal diesen Bodensafe da angucken. Also jetzt ist wieder die Frage, wo ist man hier reingekommen? Das weiß ich nämlich schon wieder nicht. Weil diese Kirche einfach zu groß ist. Und ich höre ständig irgendwelche Mönche oder so. Mit dem Bolzenschneider kriegst du das Ding hier nicht zufällig auf, ne? Hier geht's wohl in die Krypta unterhalb von Saint-Sulpice. Ja. Warum? Ach, der Bolzenschneider ist jetzt auch weg. Aber der Schlüssel ist noch da. Das habe ich wohl nicht richtig gemacht. Ja, wenn du dich auch nicht bückst. Ohne die fehlenden Teile kann ich das nicht lösen. Musst du das hier abfackeln oder wie oder was? Mich wundert ja auch immer noch, dass er hier bei der Statue nichts sagt, ne? Ja, und das ist dieser Obelisk. Aber das Rätsel, das haben wir ja schon gelöst. Wir müssen noch irgendwas mit einer Uhrzeit kriegen für die Orgel. Und die Tür finden, um irgendwie hier rauszukommen. Ja, die muss da vorne sein, glaube ich. Keine Ahnung. Nee, da ist wieder die Tür zu der Orgel. Wo sind wir hier reingekommen? Nein, das ist der Vordereingang. Sind wir zufällig hier reingekommen? Bitte. Nein. Ach Gott. Und er muss eine Kopie davon machen. Das irritiert mich ja auch noch so. Da sind wir auch nicht hergekommen. Also so langsam müsste ich aber mal wissen, wo wir hierher gekommen sind, ne? Ist auch so dumm. Aha! Fenster. Ja, wunderschönes Fenster. Was ist denn hier? Ist so. Ah, Zinnmünze. Sehr schön. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Weil dafür war das hier in der Ecke zu dunkel. Das war irgendwie klar. So, Geheimnisse. Das Zinn. Alchemistisches Symbol für Zinn. Zinn ist eines der sieben Metalle der Alchemie. Es wird mit dem Vorgang der Auflösung und dem Element Wasser in Verbindung gebracht. Hartzinn, eine Mischung aus Blei und Zinn, steht für einen metallischen Zustand zwischen den Vorgängen der Kalzinierung und der Auflösung. Die Auflösung ist der Vorgang, bei dem sich etwas trennt und in seine einzelnen Bestandteile auflöst. Okay. Weil dafür war die Ecke hier zu dunkel. Viel zu dunkel. Hier, die sieht auch so verdächtig aus. Weil wäre ja schon cool. Man kann ja in jedem Kapitel wirklich drei Geheimnisse finden. Deswegen mal alles genau untersuchen. Da sagst du nix. Ah! Ist das hier? Nein. Auch das darf doch nicht wahr sein. Ich finde diese blöde Tür schon wieder nicht, ne? Das kann ja nicht wahr sein. Ja, und hier möchte er auch absolut nichts machen. Das findet er wohl nicht interessant. Auch da, das findet er nicht interessant. Ja gut, dann halt nicht. Ach so, das ist wieder nur diese Dose, ne? Womit wir... Okay.
sind wir hier reingekommen? Bitte. Ja, also das merke ich mir jetzt mal. Bei welcher Station? Station 2. So. Dass man hier aber auch so kompliziert immer laufen muss. Also jetzt erstmal Schwester Sondrine. Das Zimmer von der Guten. Damit wir uns da die Symbole mal angucken können, beziehungsweise abmalen können. Und ja, der Part ist zu Ende, lieber Wecker, das weiß ich, aber nein, falsches Zimmer. Auf den Safe möchte ich gerade aber bitte noch. Bodensafe. So, und da werden ja bestimmt auch noch ein paar dieser Symbole hier drunter sein, die werden wir uns dann gleich, oder beziehungsweise im nächsten Part mal abmalen.